Hey Leute und herzlich willkommen heute zu einem ganz anderen Video. Heute mal kein Video vom Wasser, sondern heute mit einer kurzen Pause zwischen den ganzen Angelvideos. Nächste Woche geht es dann weiter mit den Dänemark-Vlogs, Dänemark-Vlog Teil 3. Aber trotzdem hat dieses Video einen leichten Zusammenhang damit, was mir im nächsten Video passiert ist. Und das Ganze hat mich dazu gebracht, eigentlich mir sehr viel Gedanken zu machen über Angeln auf YouTube, über die Angelszene auf YouTube und was das Ganze mit mir gemacht hat, wie mich das Ganze beeinflusst hat, was mich stört, was meine Kritik ist und was mir schon immer wieder auf dem Herzen brennt. Und das Ganze würde ich gerne heute hier für euch, mit euch thematisieren. Und deswegen freue ich mich jetzt schon, Leute, auf eure Kommentare unten später nach dem Video. In Dänemark hatte ich sehr viel Zeit, an manchen Abenden mich durch die Angel-YouTube-Szene durchzuklicken, mir viele verschiedene neue YouTuber anzugucken und hatte sehr viel Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, welches Bild Angeln auf YouTube eigentlich vermittelt. Ja? Und dazu gab es eine perfekte Szene, die das Ganze erst wirklich ins Rollen gebracht hat. Und zwar war ich beim Meerforellenangeln, was ihr auch im nächsten Video sehen könnt. Im nächsten Video, nächsten Samstag. Und ungefragt kam jemand zu mir, hat mir sein Handy ins Gesicht gehalten mit einem Bild von einer Meerforelle, weiß nicht wie groß, sah groß aus auf jeden Fall, und hat mir gesagt, hier, die habe ich hier letzte Woche gefangen. Ungefragt. Und ich frage mich, warum, aus welchem Grund zeigt er mir jetzt dieses Bild ungefragt? Was hat er davon? Und diese Situation hat mich eigentlich nur dazu gebracht, mir einfach mal Gedanken zu machen, was für ein Bild eigentlich Angeln auf YouTube vermittelt. Als ich mit dem Angeln angefangen habe, vor circa 1,5 Jahren, hatte ich immer noch dieses Bild vom Angeln vorm Auge. Entschleunigung, Entspannung, man ist mit dem Kollegen am Wasser, man hat einen geilen Angeltag, vielleicht fängt man nichts. Und ich muss sagen, ich genieße jeden einzelnen Angeltag, den ich mit meinen Jungs habe oder auch mit den Mädels. Und dabei feiere ich wirklich jede Art von Fisch. Egal ob kleine Grundel, kleines Rotauge, mittlerer Barsch, großer Zander, großer Hecht, was auch immer. Von kleinen Fisch bis Großfisch freue ich mich wirklich über jeden einzelnen Fisch. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das Ganze auf YouTube nicht so anfühlt. Auf YouTube fühlt es sich für mich immer so an, alles muss größer, schneller, weiter, der nächste PB, ich brauche den noch größeren Fisch, ich muss mehr, größer fangen. Und das hat wahrscheinlich auch so einige Gründe. Und das hat sich wahrscheinlich über die Zeit so etabliert. Und das gibt für mich ein komplett falsches Bild der Angelei ab. Und das hat auch Auswirkungen gefühlt auf Anglerkollegen, hat Auswirkungen gefühlt auf mich und hat Auswirkungen sehr wahrscheinlich auch auf euch und alle anderen, die sich YouTube-Videos angucken in Bezug auf Angeln. Für viele YouTuber oder für viele Content Creator da draußen, die Angeln auf YouTube vermitteln, die ich kennengelernt habe, war es sogar schon häufig so, dass zum Beispiel kam 40er Hecht, dafür mache ich doch kein Video. Ne? Oder zwei Rotaugen, dafür mache ich doch kein Video. Und da frage ich mich eigentlich, warum nicht? Warum nicht? Gefühlt bringen nur noch große Fische Klicks auf YouTube. Das ist ja auch okay, wenn viele Leute sich das so angucken wollen, aber es vermittelt einfach ein falsches Bild. Es vermittelt das Bild, dass wenn man angeln geht,
man auch sofort immer den dicken Fisch fängt. Man immer den Fisch seines Lebens fängt und das ist einfach nicht so. Denn die meiste Zeit ist Angeln eher, vielleicht eher sitzen und nichts fangen oder sitzen und mittelgroße Fische fangen und kleine Fische fangen. Aber es ist nicht so, dass du jedes Mal beim Angeln deinen 70er Zander da rausholst oder deinen Meterhecht ziehst oder deinen 50er Barsch fängst. Und das ist einfach nicht der Fall. Und YouTube vermittelt leider durch diese Großfischangelei oder Großfischzeigerangelei genau dieses Bild. Klar muss man jetzt nicht jede Angelsession aufnehmen oder cutten oder online stellen, wo man zum Beispiel keinen Fisch fängt, wo man mal schneidert oder wo man einfach mal kleine Fische fängt und die Kamera zeigt. Ne? Aber warum zeigt man sowas nicht einfach mal und gibt somit kein verfälschtes Bild der Angelei? Ich habe einige Videos gesehen, da kommt es mir so vor, dass zum Beispiel im Winter, wenn im Winter mal Leute geschneidert haben, die Leute sich buchstäblich dafür entschuldigt haben, beim Publikum keinen Fisch präsentieren zu können. Dabei ist es doch mit das Normalste von der Welt, gerade im Winter, auch mal schneidern zu können. Ich werde hier mit Absicht keine Namen nennen und das finde ich erschreckend, obwohl es sehr gute Angel-YouTuber sind, die ich sehr gerne gucke und es ist sehr, sehr erschreckend, dass ich diese Entwicklung von Angeln auf YouTube auf solche wunderbaren Menschen widerspiegelt und diese dadurch beeinflusst werden. Hauptsächlich auch dann durch Kommentare, als auch durch das Bild, was YouTube Angeln gibt. Neben der Verfälschung gibt es natürlich dann die Berufsangler. Wobei jetzt wieder der Punkt kommt, wo ich sage, hier kann ich verstehen, warum nur große Fische gezeigt werden, weil das halt sehr wichtig für das Geschäft ist. Aber diese Berufsangler, die bei Sponsoren unter Vertrag sind und von den Gehältern der Sponsoren leben und die Sponsoren leben dann von den Einnahmen der Köder, müssen halt abliefern und mittelgroße bis große Fische zeigen, damit dem Publikum gezeigt wird, hey, dieser Köder fängt Fisch, also kauft den Köder. Und da kann man absolut verstehen, warum in diesen Videos einfach nur noch große Fische gezeigt werden. Mittelgroß bis groß, ihr wisst, was ich meine. Und dass da dieses Bild von Angeln nicht wirklich gezeigt wird. Oder man an irgendwelche Gewässer rangeht, wo garantiert Großfisch drin ist. Sei es selbst angelegte Gewässer oder vielleicht auch Teiche etc., wo man halt weiß, hier ist sicher Fisch drin, vielleicht auch von den Sponsoren, besitzte Gewässer oder sonst irgendwas, ne? Die das Angelbild komplett verfälschen, aber da geht es ja dann hauptsächlich um das Geschäft, um den Köder komplett zu vermarkten. Ich habe auch häufig das Gefühl, dass diese Videos einfach nur eine Kaffeefahrt für eine jüngere Zielgruppe sind, um den Köder an den Mann oder an die Frau zu bringen und gleichzeitig somit halt ein wunderschönes Werbevideo für den Sponsor als auch für den Köder darzustellen. Das war sozusagen Punkt 1. Punkt 2, welcher mir auch stark am Herzen liegt, sind die Kommentare mancher Zuschauer, die Kommentare der Communities, der einzelnen Angler, Kommentare der Angelszene auf YouTube, die mir, ich weiß nicht sagen, Angst machen, aber die einem selber das Gefühl geben, nichts mehr richtig machen zu können. Es ist eigentlich gefühlt egal, was man macht, egal wo man angelt, egal wie man angelt. Wenn man dann am Ende des Abends, des Tages das Videomaterial durchgeht, dann sieht man das Video schon ungefähr so. Ja, gut. Oh, das könnte fiese Kommentare geben. Das kann ich nicht zeigen. Gut. Ah, das könnte fiese Kommentare geben. Das kann ich nicht zeigen. Und dabei rede ich nicht vom weitgerechten Verhalten, weil davon gehe ich aus, dass jeder von uns hier unter uns Anglern weitgerechtes Verhalten handhabt und den Fisch mit Respekt behandelt, sondern ich rede hier, Leute,
von Thematiken wie Catch and Release, Schonzeiten, Blech oder Gummi, Töten oder Leben lassen und Spot zeigen, auch ein super heftiges Thema, was eigentlich komplett banal ist, aber sich super viele Leute darüber aufregen, weil sie Angst haben, ihren Angelspot zu verlieren. Und genau solche Dinge, gepaart mit einem gefährlichen Halbwissen, was häufig dazu kommt, ohne einmal eine Recherche durchzuführen und lieber seinen Senf in seinem Kommentar abzugeben, das ist wirklich, wirklich heftig. Genau dieses Halbwissen sehe ich einfach in so vielen Sachen und so viele YouTuber regen sich, Angel-YouTuber regen sich auch darüber auf. Als bestes Beispiel auch zum Beispiel die Abhackmatte. Abhackmatte versus nasser Boden, wo sich die Kommentare einfach so spalten und so auseinandergehen. Und das gleiche ist mit Schonzeiten, Spots, Tackle etc. ist genau das gleiche. Und da habt ihr da draußen auch einen großen Einfluss auf das, wie man Videos schneidet und was man eigentlich zeigt. Egal was man macht, egal wie man sich verhält am Wasser, irgendwas macht man immer falsch. Manchmal ist es auch einfach so, dass Leute in die Videos kommen, gefühlt in die Videos kommen und nur nach Punkten suchen, wo sie meckern können. Als Beispiel in meinem vorletzten Video, habe ich in meiner Aufregung gesagt, ich habe einen Fisch gehakt, was man nicht vermeiden kann beim Angeln. Das ist das Allernormalste von der Welt. Aber ich habe in meiner positiven Art und Weise, habe ich einen Fisch gehakt und dabei gesagt, oh, ich habe den nur gehakt und habe danach geil gesagt. Im Endeffekt denke ich mir, ist nicht cool. Aber ich meinte in der Form, Art und Weise ja nicht, boah geil, ich habe den Fisch gehakt, ich hake jetzt nur noch Fische. Dafür kann ich ja nichts. Ein Fisch zu haken ist seltener, als einen Fisch zu fangen. Und meistens auch so, dass der Fisch dabei wahrscheinlich den Köder attackiert und sich dann irgendwie verhakt oder sonst irgendwas passiert. Und man hat es eh nicht im Griff. Ne? Und auf dieses Geil hat sich diese Person gestürzt und hat gleichzeitig gesagt, man sollte dir für diese Aussage den Angelschein entziehen. Was ist das eigentlich für eine Scheiße? Für diese Aussage sollte man ihm mal den Angelschein entziehen, ohne nachzudenken, einfach irgendeine Scheiße zu erzählen. Also wie ich schon sagte, irgendwas macht man immer falsch, irgendwo verhält man sich immer falsch oder muss sich für irgendwas immer rechtfertigen. Nachfragen, absolut okay. Aber weil du da draußen anders angelst als ich, heißt es noch lange nicht, dass deine Angelei falsch ist oder dass meine Angelei falsch ist. Sie ist einfach nur anders. Gleichzeitig kann deine Angelei gut fangen, gleichzeitig kann meine Angelei gut fangen. Das ist der Punkt. Und trotzdem verbindet uns eine Sache, und zwar die Liebe an unserem Hobby, dem Angeln. Kommen wir aber mal zu der positiven Sache an der ganzen Sache, und zwar eure Kommentare. Na, wie ich schon sagte, ein zweischneidiges Schwert. Wir haben einmal die negativen Sachen und einmal die positiven Sachen. Und eure positiven Sachen haben mich genauso krass beeinflusst wie die negativen Sachen. Ich habe so viel durch eure Kommentare gelernt. Ich habe so viel Antrieb durch eure Kommentare bekommen, weiterzumachen, immer neue Videos zu gestalten. Und wichtig sind mir so Dinge, die ich im technischen Bereich gelernt habe, im biologischen Bereich, im weitgerechten Bereich. Ich habe so viel dazugelernt, alleine durch Angeln auf YouTube, dass es fast schon kaum möglich war, hier ein Video der Kritik zu äußern. Aber trotzdem nimmt ja dieser große Part des Negativen auch seinen Platz ein und der muss ja auch mal erwähnt werden. Gleichzeitig überwiegt der positive Bereich. Na? Nur die Negativen rufen halt und schreien halt immer viel, viel lauter und kommen damit eigentlich viel, viel mehr zur Geltung, als sie eigentlich sollten. Also an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal danke für eure ganzen Kommentare, für eure Energie, für eure konstruktive Kritik, für all das, was ich von euch lernen konnte. Und jetzt seid ihr gefragt, wie ich am Anfang des Videos schon gesagt habe. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung, Leute. Was denkt ihr über Angeln auf YouTube? Was denkt ihr über diese Kritik? Was denkt ihr, wie hat Angeln euch beeinflusst auf YouTube? Und
wie hat Angeln auf YouTube Angeln beeinflusst und welches Bild gibt Angeln ab? Und, mir ist ganz wichtig, was für Angler auf YouTube guckt ihr? Schreibt ruhig mal Namen in die Kommentare rein, schreibt Links drunter. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht finde ich ja noch ein paar, die ich noch nicht kenne. Ich gucke sehr gerne Angler an, die genau Angeln möglichst so wiedergeben, wie Angeln eigentlich auch ist. Ich muss nicht immer den dicken Fisch sehen. Mir ist wichtig der Angeltag, der Spaß, der dahinter steckt und das Abenteuer und die Gemeinschaft. Wenn dabei noch ein großer Fisch rauskommt, geil. Wenn kein großer Fisch dabei rumkommt, ist nicht schlimm. Wichtig ist für mich der Angeltag im Ganzen. Und deswegen freue ich mich auch immer, mit meinen Jungs dann und Mädels unterwegs zu sein und einen geilen Tag zu verbringen. Ich liebe Angeln einfach. Das ist eines der schönsten Hobbys, die ich jemals hatte. Und ich hoffe, euch geht's da genauso. Ja, also schreibt mir eure Meinung, Leute. Schreibt mir eure Meinung. Und falls es euch gefallen hat, lasst ein Abo da oder auch nicht. Daumen nach oben, Leute. Und ich wünsche euch nur das Beste da draußen. Bleibt gesund und auf jeden Fall ein dickes Petri und super, super viele geile Angelstunden am Wasser. Ich bin gespannt auf eure Meinung.